So, hallo Leute, da sind wir wieder mit Stardew Valley. Ich mach mal ganz kurz das Spiel weiter. Pause. So, Gamepad-Modus aktiviert. Wir sind am 10. Wintertag. Irgendwas stimmt nicht. Was stimmt denn nicht? Irgendwas stimmt nicht. Ich soll vielleicht die Kontrolle anstecken. Ja, das wäre vielleicht manchmal ganz praktisch. Aber zum Glück ist Steam ja schnell. Und sollte das jetzt einfach quasi schubdubdub. So, was haben wir denn? Du hast ein normales Holzhütchen, ne? Ja. Okay, dann brauche ich noch eine Steinhütte dann als letztes hin. Wir werden heute, Leute, eine kleine vierte Hütte bauen, um dann Platz zu machen für Franzi, die nachher noch dazu stößt. Hoffentlich. Kriegt Franzi eine andere Art Hütte gleich? Ja, ja, die kriegt eine andere Art Hütte. Wir haben jetzt Holz. Hä? Was macht Franzi dann bei uns hier? Sie schaut zu, sie darf auch irgendwas kultivieren, sie kann in die Mine gehen, sie kann Holz hacken, keine Ahnung. Das, was halt jeder macht. Sie ist einfach mal zu Besuch. Die Kuh rennt weg von mir. Wir haben heute übrigens sehr gutes Glück. Das ist schön. Ich habe auch sehr gutes Glück. Suki sitzt nämlich neben mir. Ja, und wir haben heute Suki zu Besuch. Stimmt, wenn auch nicht im Spiel, so doch bei Mafi. Sag hallo, Suki. Hallo. Und Chris haben wir auch zu Besuch sozusagen, nur im Chat. Hörst du bei mir das Spiel eigentlich durch? Ich habe gerade das gehört. Habe ich mir fast gedacht. Das hast du dir gedacht, ne? Ich bin froh, dass ich wieder mein Kopfhörerkabel rausgekramt habe. Damit ja, man das bei mir nicht durchhört. 12 Uhr mittags, pünktlich, letzter Tag der Saison. Sieh dir den Busch über dem Spielplatz an. Haben wir schon. Es gibt tatsächlich einige Sachen, die kann man erst bekommen, wenn man die Secret Notes jetzt hat. Aber das konnte man schon eher bekommen. Ja, ich hab das auch schon. Ich sitze schon mal bei mir neben dem Bett unten. Und mal wieder ein verlorenes Buch gefunden. Ich weiß nicht genau, aber irgendwie... Ja, ja. Aber ich werde heute mal nicht unten im Fluss angeln, sondern ich werde bei der Mine angeln. In der Mine angeln. Welche Ebene? Das weiß ich nicht, das darfst du entscheiden. 1, 2 oder 3? Letzte Chance vorbei. Nein! Okay, 3. Du angelst in der Lava? Ja. Hey! So, Haus verbessern, nicht Hofgebäude errichten. Oh Gott. Und zwar wollen wir... Wir hätten diese Hütte, die haben wir schon. Die hat Mafi, die hatte Sassi damals bekommen. Und deshalb kriegt Franzi die Steinhütte. Wir wollten noch Sachen mit unserem Geld aufwerten, ne? Ja, Sachen mit unserem Geld aufwerten, das stimmt. So, wo packen wir denn Franzi hin? Das wird jetzt noch eine Weile dauern hier. Ja, wieder durch weichte Zeitung. Aus ja, dem Labersee. Ja, ja. Das ist voll logisch, ja. Ich glaube, ich packe sie bei dir in die Nachbarschaft. Du könntest sie rechts an den rechten Rand der Farm bei mir auf meiner Höhe machen. Ja, wollte ich gerade machen. Das ist links. Das ist rechts hier. Rechts vom Weg. Das war gerade Glück, dass ich da was gefangen habe. Hä, rechts vom Weg? Naja, ist doch hier auf der Seite. Naja, ich sehe es ein bisschen falsch. Ja, das Problem ist, ich kann es da nicht hinsetzen. Ich kann es hier nicht hinsetzen, das ist doof. Ich wollte es gerne auf gleicher Höhe sitzen. Auf die rechte Seite des Weges, das ist schon richtig da. Ja, ja, aber ich kann hier die beackerten Felder, kann ich nichts hinsetzen. Ja, dann muss es halt ein bisschen höher machen, ein bisschen tiefer, ist doch egal. Ja, das ärgert mich. Warte mal, wie viel sind das? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 freilassen und dann so. Das muss ganz genau sein. Ja, natürlich muss das ganz genau sein. Kriegt sie auch wenigstens auch nochmal eine Verkaufskiste dann daneben gestellt? Habe ich genug Holz dabei? Wahrscheinlich nicht. Nee. 150 Holz, bist verrückt, das ist das Haus billiger. Vor allem, weil es aus Stein gebaut wird. Naja, aber selbst das Holzhaus ist billiger. Es kostet 10 Holz oder so. Na Mensch, damit das billigste Haus gekriegt hier. Das stimmt. Gibt es noch ein Strohhaus, was irgendwie günstiger ist, was irgendwie nur 10 Stroh braucht? Nee. Das kostet, ich glaube... deins kostet, glaube ich, 15 Holz und das andere 10 Holz und 5 Dings hier. Seegurke. Haben wir eine Seegurke? Weiß nicht, musst du gucken. Mach ich auch. Aber denk dran, dass du noch dir die schönen, die... Warte, Richtung.
dass du die Crabpots nochmal leerst. Ja, immer muss ich arbeiten. Ja, ich arbeite auch hier. Ich halte die Umwelt sauber. Ich angle Müll. Aus dem Lavasee. Aus dem Lavasee. Im Lavasee gibt's nur Müll. Wir haben keine Seegurke. Und keine Seegurke? Wann gibt's die denn? Im Sommer. Oder im Winter, ich weiß es nicht. Fast das Sommer und Winter, das gibt's auch. Ich habe keine. Ich kenne eine Person, die so ein Cheat-Sheet bei sich hat. Ja, das stimmt. Lass mich mal schauen, wann es Seegurken gibt. Dann kann ich dich zum Angeln schicken. Seegurken gibt es im Herbst und im Winter sogar. Nur. Na Mensch, Winter. Wir haben Winter. 6 Uhr morgens bis 7 Uhr abends. Easy am Ocean. Kannst du mal hingehen. Dankeschön. Brauchen wir bis morgen. Ich habe gerade Müll geangelt. Für dich. Oh. Warte mal, sie kommen hier am besten in die Stadt, ne? Da ist ja gar kein Müll. Oh. So, warte mal, ich brauche jetzt da noch Wege. Pflasterfahrt sollte reichen, 20 Stück. Behauptet er schon wieder, es würde keine Katzenohren geben? Ja. Hat er keine Ahnung oder was? Was soll ich machen? Also. Ich würde angeln gehen. Mafi, es gibt Katzenohren, wenn du sie dir nur doll genug wünschst. Dann gibt's auch Fuchsohren. Das stimmt. Es gibt sicher eine Mod dafür. Wie gesagt, es gibt für alles eine Mod. Und wenn es keine Mod dafür gibt, dann kann man sich die Mod selber machen. Mensch. Das war schwer. Hast du den Seegurke? Nein, Hering. Ah. Angel mal eine Seegurke. Okay. Und ich werde jetzt ganz vorsichtig die Crabpots entleeren. Mal sehen, wie viele ich heute wieder mitnehme. Ja, stimmt. Seegurken wehren sich fast nicht noch. Das eine sind super Seegurken. Ja, die sind super eklig. Die sind lila, ja. Ich will gar nicht wissen, was der Zauber mit den super Seegurken macht. Ich habe den ersten Crabpot eingesammelt. Ach, komm schon. Hau in die Kiste rein. Mach ich dann. Lass mich mal etwas hinsetzen, damit ich den Controller unter den Tisch halten kann, damit ihr den nicht so hört. Es ist so schwer, wenn man einen Xbox 360 Controller benutzt. Ja, dann nutzt doch einen Switch Pro Controller, da geht um einiges besser. Zweite Krabbenreuse. Der hängt aber an der Switch dran immer. Und das ist halt nervig, den ständig umzukonfigurieren. Nicht wirklich. Für mich schon. Weil ich habe kein USB-C-Kabel dauerhaft am Rechner dran. Und auch nicht an der Switch. Ich auch nicht. Ich müsste also ständig ein USB-C-Kabel hin und her schleppen und andocken. Bis 7 Uhr abends hast du gesagt, ne? Ja. Dauert noch ein bisschen. Hey, es sind heute nur 2 Krabbenreusen. Ich finde, ich bin schon besser geworden. Ich dachte gerade kurz, ich wollte bis 7 Uhr spielen. So. Ich glaube, es gibt keine Seegurken, die sind alle leer. Aufgegessen, ja, keine Ahnung. Vielleicht ist ja gar nicht Winter. Oh, eine Seegurke. Muss ich nur beschweren. Das hilft immer. Beschweren ist immer das Beste, was man machen kann. Fox, haben wir eigentlich schon Regentotems? Nee, wir haben keine Regentotems, ne? Nein. Wir haben keine Schweine. Können wir Regentotems schon machen? Ich glaube nicht. Ja, dafür brauchen wir aber Trüffelöl. Achso, Hartholz, Trüffelöl und Kiefernteer. Trüffelöl haben wir nicht. Na, später werden wir. Ich hab, glaube ich, nie Regentotems gebaut in meinem Spielstand. Doch einmal. Aber wofür brauchst du nur ein Regentotem? Na, das können wir am letzten Wintertag setzen. Ja, das wäre natürlich gut. Ja, dann müssen wir mal gucken, bei irgendeinem von den Community-Quests da an der Korkboard. Ist da welche mit Regentotem? Da kriegst du Regentotems, glaube ich. Von irgendwas kriege ich habe ich mal Regentotems bekommen. 5 Stücke, glaube ich. Hm. Oder nicht? Oder ich dachte.
Ich weiß es doch nicht. So, erstmal den Crapper hinsetzen. Nimm nicht so. Guck mal, eine Goldseegurke übrigens, ne? Da wird Sandy sich freuen. Na. Was macht Sandy mit der Seegurke? Willst du das wirklich wissen? Ich glaube nicht. Wahrscheinlich gibt es morgen Seegurkensalat. Willst du die Seegurke gleich haben, wenn du vorbeirennst? Nein. Gut, dann verkaufe ich sie. So, ich habe gar nicht so viel Müll rausgezogen, wie ich gedacht hätte. Nicht sterben, Suki. Du musst atmen. Suki, warum stirbst du? Du darfst nicht sterben. Das zieht die Zuschauerzahlen radikal nach unten. Also, weil du eine der Zuschauer bist. Ah, ich hab doch noch mehr Müll. Oh. Weil du das gut promotest. Wow. Müsste ich auf Film haben, damit das funktioniert. Ich simuliere nur, keine Sorgen. Ist alles eine Show. Alles nur eine Simulation. Ja. Sind wir nicht alle nur Teil einer riesigen Simulation? Und Kirby-Tastic ist diejenige, die diese Simulation aufbaut. Richtig. Wir sind alle eigentlich nur Projektionen von Kirby-Tastic. Ja. Was habt ihr genommen? Sag nicht. Zu viel Liebe. Oh. Der Term zu viel Liebe heißt, du möchtest gerne weniger Liebe? Nein. Hast du aber so gesagt. Das sollte einfach nur heißen, dass wir so viel Liebe haben, dass wir jetzt schon anfangen, lustiges Zeug zu reden. Das wäre aber nicht zu viel, das wäre gerade genug. Kommt drauf an, wie man es betrachtet. Na, so wie ich das betrachte. Das würde ich sagen, dann ist das vielleicht schon zu viel für einige Leute. Dann haben die Leute keine Ahnung von Liebe, es gibt nie zu viel Liebe. Gut, das stimmt. Wobei, andererseits, wenn man seinen Partner irgendwie im Keller festbindet, damit er ja nicht weggehen kann, dann ist das vielleicht doch ein bisschen zu viel Liebe. Sollten wir irgendwas wissen? Wo ist Sassi? Ihr solltet nichts wissen, Martin. Ihr solltet nichts wissen. Achso, ja, wir sollten es nicht wissen. Je weniger ihr wisst, desto sicherer seid ihr. Ach, guck mal. Wer da Fischingstufe 5 hat. Na Mensch. Ja, keine Ahnung, wir hatten da Fischingstufe 5. Ich will lieber sammeln Stufe 10 haben. Guck mal, wer jetzt ganz viel beim Stuff bekommt, einfach weil er ganz viel Müll bekommt. Hey, guck mal, wir haben schon wieder eine Menge Zeug. Ja, siehst du? 27 Fackeln schon wieder. Was war denn das für ein komisches Geräusch gerade? Was? Komisches Geräusch? Ja, bei mir kam gerade ein richtig komisches Geräusch. Ach so. Chris, wie geht's dir eigentlich? Der Zaun ist kaputt. Was? Hast du unseren Zaun nicht... Rundum liegen? Hast du den Zaun nicht unkaputtbar gemacht? Ja, bis auf zwei Stellen, die sind kaputt gegangen. Warum machst du nicht noch... Ernsthaft? Ich hab direkt vor der Krabbenreuse gestanden und ich hab die Krabbenreuse daneben eingesammelt. Was zur Hölle? Guck im Stream, ich konnte nichts dafür. So. Wir brauchen wirklich, wirklich dringend Pferde. Klausurenphase. Klingt ja eklig. Erstmal die Kuh melken. Yay, Kuhmilch. Was ist deine Lieblingsklausur, Chris, dieses Semester? Falls es sowas wie eine Lieblingsklausur gibt. Darf man diese Wörter überhaupt kombinieren? Glaub nicht. Nee, das glaube ich nicht so sehr. Das ist, glaube ich, gegen die deutsche Sprachregeln, oder? So von Grammatik her. Von Grammatik her? Von mit NG. Ach, guck mal, hier sind noch 30 Holzzäune. Na Mensch. Gut, dass die Kiste innerhalb des Zaunes steht. Indem man nicht mehr reinkommt, wenn nichts kaputt ist. Oh je.
Ich habe eine prähistorische Handaxt gefunden. Hatten wir die schon? Ja. Miau. Mathe ist die Lieblingsklausur. Was zur Hölle? Ich erinnere mich an Mathe für Informatiker und naja. War jetzt nicht gerade meine Lieblingsklausur. Ich glaube, ich gehe auch wieder angeln. Heute ist Bad Luck Day. Dann werde ich mal nicht in der Höhle angeln gehen. Nee. You have a bad day. Ja, das habe ich auch manchmal gemacht, aber das heißt nicht, dass ich alles richtig hatte, sondern nur, dass ich alles hatte, irgendwie. Kann das sein, dass der Steinbruch sich nicht wieder neu aufbaut? Doch, ich habe gestern alles weggemacht. Ah, oh, okay. Schaust du in dem Stream nicht zu? Nein. Als ob ich jetzt zuschauen würde, wie du spielst. Ich hab noch was anderes zu tun hier. Oh je. Ein Zug fährt durch das Sternentautal. Ich sehe das Sternentautal. Wie ein Hecht. Oder ein Stör. Achso, ich kann den ganzen Müll hier schon wieder abladen. Der stört. Lassen Sie mich in Ruhe, Sie nerven mich. Dann ich glaube, ich bin ein Stör. Komm schon. Wer hat ihn? Oh, dann ist Langdorsch. Stimmt, die gibt's ja auch im Winter. Nicht mal die Fische kann er unterscheiden. Na, guck mal, das kennt sich nicht. Das ist bestimmt eine Seegurke. Nee. Kaulbarsch. Oder Chap. Chap. Der bringt aber nicht viel Geld. Bei Chap muss ich immer an The Binding of Isaac denken. Das ist Arsch. Ich könnte einen Eisenhaken an die Angel hängen, da brauche ich gar nichts mehr machen bei den einfachen Fischen. Ja. Der folgt dann automatisch dem Fisch. So, ich mache jetzt etwas, was monetär natürlich ziemlich dumm ist. Ich fahre jetzt in die Wüste, um eine Quest zu erledigen, die mir 200 noch was Gold bringt. Ja, dann sammel doch mal mit Zeugen und hol die Bäume gleich dann wieder weg, alle. Das mache ich und ich werde endlich die Quest abschließen. Wofür ist der Schlüssel für diese Dings da? Da. Der Skelettschlüssel. Finde den Nutzen für den Skelettschlüssel. Welchen Schlüssel suchst du? Nee, ich muss doch noch rausfinden, wofür der Skelettschlüssel gut ist. Achso, wofür ist der denn gut? Na, um die Skeletthöhlen aufzuschließen. What? Wer hätte es erwartet? Hier deine Bezahlung, wie versprochen. Ich habe bekommen 225. Das ist nicht mal das Geld, was ich ausgegeben habe, um herzukommen. Aber sie ist glücklich geworden. Ich kann den ganzen Stein mit Hasen vorbekommen. Was? Machst du gerade Blödsinn? Was? Nein, ich bin viel zu weit weg vom Blödsinn. Na. Was ist da wo Blödsinn? Warum glaube ich das noch nicht? Ich muss mal an den aufhören. Ich warne dich, wenn du mein Haus wieder zustellst mit irgendwelchem Scheiß. Was? Was? Will ich niemals tun. Genau deswegen. Mensch, ich will's doch Hutmaus. Mein Gott. Wir haben nicht so viel Geld, ja? Kannst du nicht ständig Geld bei der Hutmaus lassen? Doch, kann ich. Ich kann mit alle Hüte. Und setz gleichzeitig auf. Du kannst ihn nicht aufhalten. Naja, ich kann den Server schließen und dann ist er raus. Wow. Ich kann ihn also aufhalten. Warum krieg ich Unkraut bei dem Haus. Hä? Warum krieg ich Unkraut? Ich durfte das gar nicht bekommen. Das ist. Vor allem, wie das Unkraut auch noch heißt. Ja, wieso krieg ich das? Aber ich meine, es bringt 50 Gold. Das ist in Ordnung. Bin mir nicht sicher, ob das gewollt ist. Wir haben
Münzen und Recyclingmaschinen. Ja, ja, Unkraut kannst du aber nicht recyceln. Ja, nee, aber ich hab den Müll, den du noch in die Kiste gehauen hast, in die Recyclingmaschine reingeschmissen. Ja. Ja, heute war irgendwie mehr Müll als gestern. Ja, heute ist ja auch ein Bad Luck Day. Du steckst den Schädelschlüssel in das Schlüsselloch. Er passt perfekt. Mehr Crapport! Ja, da komme ich nicht hin. Guck mal, ein Buch. Sind die verlorenen Bücher eigentlich für uns beide gemeinsam? Zählen die für uns gemeinsam? Oder das weiß ich nicht. Es würde einiges erklären, wenn es nicht so wäre. Zum Beispiel, warum wir so viele davon finden. Ja, weil ich finde halt echt viele davon. Eben. So. Zeig mir, wo sind die Katzen unten? Sophie. Zeig dir das, denn die Zuhörer kommt man hier runter. Vielleicht hast du die noch nicht freigeschalten. Wir haben noch nicht alles freigeschalten, Martin. Haben wir auch. Nee. Guck mal, wenn du bei mir kommst, ich hab sogar ein Bild davon gemacht, weil du mir nicht geglaubt hast. Und er glaubt dir immer noch nicht? Auf meiner Switch. Es ist sehr traurig, dass er dann immer noch nicht dran glaubt. Das ist wie mit dem Weihnachtsmann. Es gibt natürlich keine Mausohren. Also, die Mausohren gibt's schon, aber die gibt's jetzt gerade nicht. Ja, das habe ich gesehen. Kohle. Guck mal, schon 17:40 Uhr, da kann ich wieder zurücklaufen. Brauche ich nicht mehr machen. Morgen ist übrigens Freitag wieder. Das stimmt. Haben wir eigentlich schon den. Ja, wir haben den Rusty Key. Rusty Key, genau. Rusty Key, ja. Wir können rein theoretisch einen Iridium-Sprinkler kaufen, das sind 10.000er Stück. Ja, würde ich aber nicht machen. Nö. Ob wir noch Müll nicht recyceln können? Du denkst aber zu Recht, dass du zurückkommst? Ja, chill mal. Du bist nicht meine Mama, du kannst mir nicht sagen, wann ich rausgehen darf und wann nicht. Ich bin schon wieder zurück auf der Farm. Zurück ins Sternentautal. Ja! Ist mal lustig, dass du so ein paar Sekunden Verspätung hast im Stream. Das nennt man Stream Delay. Ja, trotzdem lustig. Und ich meine, es sind schon keine 20 Sekunden mehr, also es ist voll gut. Das stimmt, es sind nur noch 10 Sekunden. Ja, und ich habe gerade die ist gar nicht aktiviert, diese geringere Verzögerung. So, und den Rest halten wir alles irgendwie. Diamant fertig. Diamant fertig? Ja, von unserem Kristallarium. Von dem Stream ist er. Oh, jetzt ist er auch fertig. Das ist die falsche Kiste. Räumst du den auch gleich weg mit? Natürlich. Ich bin Wally. Ich räume die Erde auf. Das war übrigens die falsche Kiste mit den Edelsteinen. Das hast du aber schön gesagt, nachdem ich gesagt habe, oh, das ist die falsche Kiste. Naja, ich habe halt 10 Sekunden. Wer zur Hölle hat hier eigentlich diese Schneesüßkartoffel da reingepackt? Das warst bestimmt du. Ich pack da nichts rein. Wahrscheinlich versteckst du die alle immer an der falschen Stelle. Wir können einfach nachschauen. Ich weiß, wo das Zeug hinkommt. Das kommt unten, ganz unten in die links untere Kiste. Wir können nachschauen, ob ich das war. Wir haben das alles auf Video. Ich war das nicht. Ja, Suki war das, hat sie gerade gesagt. Das glaube ich auch so langsam. Das war ja voll das Versteck. Oh je. Da ist jemand einsam. Mit diesem einsamen Bildnis von einem Wardrak würde ich sagen, war es das auch für heute.
Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und tschö, tschö. Tschüss.